Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Carousality X-Fire Crossfire CA12 Last Chance von Fans Project und hier natürlich das Team-Member des M3 Menasor Team, wohlgemerkt M3 Not Menasor, denn natürlich von einem Drittanbieter und natürlich auch nicht konform mit dem Namen von Hasbro. Wir wissen allerdings selbst, dass die Figuren ziemlich geil gemacht worden sind und dass man sie natürlich respektieren sollte. Ja, kommen wir jetzt einfach, bevor wir zu der Figur kommen, wieder wie immer zu der Box. Auch wird hier Last Chance als Figur quasi in der Blisterbox geliefert. Wir haben hier einmal das große Artwork, schön mit Cybertron im Hintergrund. Wir sehen hier unten ganz groß Fans Project 2013 CA12 Last Chance. Auch hier mal wieder ab 16 Jahren. Und oben natürlich noch einmal mit dem Artwork. An der Seite haben wir hier einmal Last Chance als Figur abgebildet. Und was richtig geil ist an dieser Verpackung, wie gesagt, hier seht ihr ein Foto der Figur. Und auf der anderen Seite quasi das gleiche Bild, aber hier gezeichnet. Absolut saugeil und ich muss sagen, das Beste, was ich bis jetzt jemals gesehen habe. Wie gesagt, es sieht täuschend echt aus und es ist wirklich gezeichnet und Figur. Saugeil übernommen. Hinten haben wir ganz normal Last Chance einmal im Robotermodus, im Fahrzeugmodus. Die Beweglichkeit einmal dargestellt, hier einmal aufschlagen mit der Faust auf dem Boden, hier einmal im rennenden Bild, auch sehr geile Pose. Das heißt, ihr seht selbst hier saubeweglich. Wir sehen einmal hier unten, dass er auf dem Rücken die Waffe verstauen kann. Wir sehen einmal hier die Figur, den Oberkörper und den Kopf und die Beine. Unten haben wir jetzt nur das übliche Disclaimer. Ich habe 69 € für die Figur bezahlt. Und kann es auch jedem empfehlen, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt allerdings erstmal zu den weiteren Gimmicks. Auch hier, wie bei Downforce, quasi eine Pappkarte. Hier schön mit dem Artwork natürlich, aus Cybertron im Hintergrundmodus und Costality CR12 Last Chance. Und hinten drauf einige, es ist merkwürdig. Ich hätte jetzt eher überlegt, okay, hier passt definitiv ein Textback hin, aber nein. Fans Project ist hier einen ganz anderen Weg eingeschlagen und hat hier quasi auch wieder ein Interview geführt. Sehr lustig, vor allem hier siehst du Loser, Rubbish und hier oben wird er erwähnt, Last Chance. Und ja, dieses ganze Interview, sehr lustig auf jeden Fall und echt gut gemacht. Aber auch hier die Karte ist nur aus Pappe, aus ausgeschnittener Pappe und nicht, wie man es von TFC Toys zum Beispiel kennt, aus Hartplastik. Was ich sehr schade finde, denn ich hätte es mir echt gewünscht, wenn die aus Hartplastik gewesen wären. Aber naja, es tut der Figur keinen Abbruch. Kommen wir jetzt einmal zu der Anleitung. Die Anleitung ist sehr schön gemacht, aber auch natürlich, wie es bei allen Fans Project Figuren so ziemlich der Fall ist, sehr verwirrend. Wir sehen hier einmal oben die Figur im Grau gehalten. Die beweglichen Teile sind in Farbe. Damit man es auseinanderhalten kann, hat man, wenn mehrere Teile bewegt werden sollen, auch verschiedene Farben angebracht. Eigentlich sehr schick, aber irgendwann, wenn ich mir die Füße angucke, wird es ziemlich kompliziert. Die Figur ist eigentlich sehr einfach zu verwandeln und aus diesem Grunde, wenn ich mir zum Beispiel das hier angucke, es ist einfach wirklich absolut irritierend, wie viele Pins, man muss 5 Pins gleichzeitig beachten, plus die Außenpins, wirklich echt schwer. Auch die Arme sind wirklich ein Albtraum, aber trotzdem ein technisches Wunder und es gefällt mir natürlich sehr. Die Figur wird hier natürlich gezeigt im Roboter bis zum Fahrzeugmodus und auf der Rückseite haben wir dann nochmal das Gegenteil vom Fahrzeug zum Robotermodus, wie man es verwandelt. Auch hier sehen wir diese typische Waffe, die man in zwei Teile oder auseinanderstecken kann. Und auch hier sieht man, die werden unten unter das Fahrzeug gesteckt. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, das war's jetzt soweit. Jetzt kommen wir mal direkt zur Figur. Die Figur ist hier quasi das
Fans Project Pendant zum Menasur Stunticon Team Member Dead End. Und Dead End war eher wie so eine Art, ich will es jetzt nicht beschwören, ich habe es vielleicht auch falsch in Erinnerung, wie so eine Art Porsche oder eine Corvette. Und hier hat man das Design komplett über den Haufen geworfen und hat ein Ferrari genommen, was ich sehr geil finde auf jeden Fall. Vor allem auch hier diese Lücken zwischendrin sind sehr gut übernommen worden. Es ist einfach geil. Hier vorne die Motorhaube ist schwarz gehalten. Das kennen wir halt noch von früher. War hier der Sticker drauf, wo man das draufhalten konnte und hatte die Farbe verändert. Man konnte sehen, welchem Team er angehört, Autobots oder Decepticons. Ist natürlich hier bei dieser Third Party nicht der Fall. Hier ist es quasi so, dass man sich quasi die Repro-Labels kaufen müsste, um hier die Figur ins Original zu bringen. Was man aber im Gegensatz zum Original auch gehalten hat, was ich sehr cool finde, sind diese goldenen und silbernen Streifen. Echt klasse gemacht, gibt der Figur so einen richtig geilen Touch. Sowohl im Autobot-Modus oder auch im Fahrzeugmodus. Auf der Unterseite sehen wir jetzt ja ganz grob nur die Roboterteile. Man kann es auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so erkennen. Klar, die Beine hinten, aber der Rest ist sehr gut aufeinander abgestimmt. Hier unten sehen wir die Waffen, die wir jetzt auch gleich rausnehmen werden zur Transformation. Die Räder mit silbernen Felgen, auch sehr cool. Die Figur fährt auch wirklich echt super. Also auch von Rädern und den jeweiligen Achsen echt gut gemacht. Auf der Rückseite sehen wir auch ein paar nette Details, gelbe sowie rote Lampen und hinten natürlich den Motorblock gut versteckt unter einem Gitter, was so in einem ziemlich dunklen Silber gehalten wurde, in so einem Grausilber. Und auch die Scheiben wurden in einer Art Grausilber gehalten. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass hier Glitzerpartikel mit eingearbeitet wurden. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen kann. Und das hat was. Auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt der Figur so einen richtigen kleinen edlen Touch. Und von vorne natürlich auch hier mit diesen ganzen Einschubdüsen oder diesen ganzen Details ist auf jeden Fall richtig schön gemacht. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist relativ gesehen simpel. Wir nehmen einmal erst hier unten die Waffe ab. Lösen die hier unten heraus. Die ist hier mit diesen kleinen Schlitzen auf diesen kleinen Packs hier vorne. Die zeige ich euch nochmal näher. Hier quasi befestigt. Können wir hier auch abnehmen. Und ihr seht selbst, die werden so draufgesteckt. Sehr schön auf jeden Fall, dass man das im Fahrzeugmodus auf jeden Fall so verstecken kann. Das Einzige, was ich jetzt am Fans Project ein bisschen bemängel, ist, dass sie hinten diesen Connector quasi nicht dran haben, mit diesen großen Waffen, die ja drüber waren bei Generation 1. Das vermisse ich ein bisschen an dieser Figur. Das hätte jetzt so einen richtig geilen Touch nochmal gegeben. Aber okay. TFC Toys hat das momentan mit Defensor momentan umgesetzt, beziehungsweise dem aufkommenden Defensor. Da sind quasi die ganzen Waffen mit drauf. Gut, wie gesagt, kommen wir jetzt zur Transformation. Die Transformation ist ein wenig tricky, aber trotzdem relativ simpel. Wir ziehen einmal hier hinten dieses Hinterteil leicht nach oben und gleichzeitig heraus. Nicht ganz nach oben winkeln, sind nur so zum Teil. Hier seht ihr die Gelenke. Anschließend, das ist das, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, müsst ihr hier hinten diese Beine lösen. Dazu zieht ihr ein bisschen die Figur auseinander und versucht das quasi nach oben zu winkeln. Ist nicht so einfach. Ihr könnt höchstens, ist kompliziert. Also das ist das Einzige, was mir bei dieser Figur so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, dass die Figur nicht irgendwann kaputt geht. So, da hat sich es auch schon gelöst. Und jetzt splitten wir die Beine. Okay, das lässt sich noch nicht so. So, jetzt habe ich es. Einmal so nach oben winkeln. Einmal komplett herumdrehen, dass wir die Beine quasi verlängert haben. Anschließend drehen wir das Ganze so rum.
und drehen hier unten die Beine nach vorne. Das gleiche nochmal hier. Das heißt, die Füße. Splitten das Ganze. Das sind quasi die Beine jetzt schon verwandelt. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ist hier unten, diese grauen Teile sind Standfüße, um der Figur mehr Halt zu geben. Könnt ihr hier diese Teile noch splitten. Und so steht die Figur natürlich dann deutlich besser. Ja, jetzt kommen wir einfach mal zu dem merkwürdigen Teil der Figur. Wir splitten hier vorne einmal die Motorhaube auseinander. Die ist hier vorne mit kleinen Packs versehen. So, die lösen wir wie gesagt hier vorne raus. Anschließend trennen wir hier die beiden Armpaare. Die sind hier in der Mitte mit einem, ihr seht ihn hier, einem kleinen Pack verbunden. Anschließend dreht ihr hier diesen Fokus hier. Ist auch nochmal ein kleiner roter Pack, da löst ihr es auch nochmal. Das gleiche hier. Ihr seht hier diesen Connector, der geht hier in der Seite quasi rein. Dann dreht ihr hier den Arm einmal so komplett heraus. Das gleiche macht er hier. So. Splittet hier automatisch das nach unten. Dreht die Arme einmal so gerade. Und jetzt noch einmal die Hand nach oben. Und anschließend dreht ihr die Faust einmal herum. Das gleiche hier. Gerade ziehen. Nach oben drehen. Und die Faust einmal herumdrehen. Wichtig ist, wenn ihr es im Fahrzeugmodus habt, der Daumen muss immer nach unten zeigen. Ansonsten blockiert ihr die Verwandlung und ihr könnt euch die Figur kaputt machen. So, anschließend dreht ihr einfach den Arm herum. Dasselbe hier. Dreht die Arme nach vorne. Das gleiche auch hier. So. Und jetzt ist es ein bisschen tricky, den Kopf herauszubekommen. Den müsst ihr quasi einmal hier herausziehen, was ein wenig schwer ist. Anschließend zieht ihr ihn komplett nach außen, damit der Hals richtig nach oben kommt. So, dieses komplette graue Teil hier in der Mitte. Und drückt jetzt den Brustkorb einfach hinein. Das heißt, Moment. Will irgendwie nicht so ganz. Moment, das haben wir gleich. So. Genau, ihr müsst erstmal den Kopf nach vorne winkeln, dann rumdrehen, nach oben drehen, jetzt einmal den Brustkorb quasi nach vorne winkeln. So. Und wie gesagt, momentan klappt das noch nicht so ganz, deswegen müsst ihr hier, dieses Teil ist hier auf zwei Schienen, die könnt ihr jetzt quasi schlecht erkennen, hier innen drinne sind zwei Schienen, die einfach quasi in den Brustkorb hineinschieben. So, und anschließend den, ach, irgendwie will es heute nicht, es ist wie verhext. Leicht verhakt. Ich weiß nicht wieso. So, jetzt habe ich es. So, wie gesagt, den Brustkorb jetzt nicht, wie ich jetzt erst gedacht hatte, nach außen ziehen, sondern reindrücken. So, dann wandert dieser Hals über den Brustkorb. Und jetzt könnt ihr quasi die vordere Platte nach vorne schieben und befestigen. Einmal so, den Endkopf noch gerade drehen. So, und schon ist die Figur verwandelt. Und ich muss sagen, es ist mein absoluter Favorit von diesem Team. Kommen wir einfach mal erstmal zu den Details. Wir haben einmal hier diesen goldenen Kopf. Wenn der Fokus funktioniert. So.
Lampe lässt mich jetzt nicht im Stich. So, wie gesagt, wir haben hier einmal den Kopf. Sehr schön gestaltet, lilane Augen, goldenes Faceplate und auch das Design ist sehr schlicht gehalten, trotzdem sehr schön. Wir haben den Kopf einmal hier auf diesem Balljoint, das heißt, wir können nach oben, nach unten bewegen, zur Seite drehen. Sehr schön, wie gesagt, von der Beweglichkeit her. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, den Kopf nach vorne, nach hinten zu bewegen. Wir haben einmal die Möglichkeit, in den Schultern einmal um 360 Grad zu drehen. Die Ellenbogen haben einen Double Joint, mit dem kann man die Beweglichkeit sehr gut hinkriegen. Die Hände sind auf einem Drehgelenk. Hier bitte aufpassen, die unteren Arme rasten nicht wirklich ein, die sind nur leicht reingedrückt. Deswegen aufpassen, ansonsten lösen sich natürlich die Arme. Und ja, ein Hüftgelenk, was leicht eingeschränkt ist durch die Brustplatte. Denn die Brustplatte legt sich hier quasi davor. Ansonsten haben wir halt das typische Oberschenkelgelenk. Wir haben einmal ein normales Schenkelgelenk. Wir haben ein Kniegelenk. Und hier unten nochmal dann für die Füße eine sehr schöne Beweglichkeit mit diesem auf einem Balljoint gelagerten Fuß. Ja, und dadurch lassen sich natürlich auch ziemlich viele coole Positionen quasi zeigen. Und bevor ich das aber gleich mache, zeige ich euch jetzt noch etwas ganz Besonderes. Wie gesagt, es ist die Waffe. Die Waffe, habe ich schon vorhin gezeigt, besteht aus zwei kleinen Teilen. Die werden einfach ineinander gesteckt. Müsst ihr aufpassen. Hier unten gibt es eine Schräge. Diese Schräge greift quasi hier in der Waffe in die andere Schräge hier unten. Und lässt sich so miteinander verbinden. Sehr schöne Waffe auf jeden Fall. Hat irgendwie sowas von einer kleinen Shotgun. Und diese Waffe lässt sich natürlich hier hinten. Ist ein kleiner Pin am Rücken. Lässt sie sich natürlich verstauen. So, finde ich sehr schön, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wie gesagt, das ist Last Chance, aka Dead End, oder besagt, umgekehrt, Dead End, aka Last Chance. Und die Figur ist mein absoluter Favorit, sie ist awesome, einfach awesome. Die Beweglichkeit ist übelst geil. Und ich will euch das einfach mal zeigen. Wie gesagt, ihr könnt diese Figur hinstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt halt diese typischen Action-Posen hinkriegen. Zum Bleistift. So. Als wenn er quasi gerade ausweichen möchte. Ihr könnt ihn in einer rennenden Position darstellen. Er steht wirklich auf einem Bein durch diesen kleinen Ständer hier hinten im Fuß. Echt super gemacht, auf jeden Fall. Mein Tisch steht ein bisschen schräg, deswegen hält die Figur auch nicht richtig. Wenn er natürlich richtig ausbalanciert, dann hält er auch. So, ihr seht selbst. Einfach super gemacht. Ihr könnt natürlich auch jetzt Kick-Position, wie auch immer, bringen. Wie gesagt, kicken kann er auch. Sehr schön, wie gesagt, absolut klasse. Ihr seht selbst, absolut tadellos ausbalanciert. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, die Figur in eine etwas aggressivere Haltung bringen. Indem ihr halt... ja... quasi aus Deckung heraus schießen lasst. Wie auch immer. Ihr könnt tausend verschiedene Sachen machen. Es ist einfach nur geil. Die Füße lassen sich auch ziemlich krass positionieren. Wie gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten mit dieser Figur. Ihr seht selbst, wie krass hier vorne auch der Fuß beweglich ist.
Es ist ja awesome. Einfach awesome. Aber bevor ich jetzt natürlich die Figur noch weiter hochlobe, wollen wir natürlich ein bisschen auf die Details eingehen. Die Figur selbst ist schön gemacht, ist in einem leichten rot-braunen Look gehalten, eher so eine Art Weinrot. Ihr habt hier schön vom Fahrzeugmodus die Verzierung vorne auf der Brust, sehr schön gehalten. Auch was ich gut ins Design passend finde, sind diese kleinen Finnen quasi, die überstehen. Was ich auch gut finde, sind die Details überall. Hier auch in den Beinen. Ah, mir fällt aber gerade eine Sache auf, die, ja, wo ich mich entschuldigen möchte. Ich habe vergessen, die Beine richtig zu verwandeln. Ha, mein Fehler. Ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, die Räder einzuklappen. Das macht natürlich dann deutlich mehr her mit den Beinen. Und ja, so sind quasi die Beine besser hinten verstaut. Die Seitenruder. Das Einzige, was mich ein bisschen stört bei dieser Figur von der Rückseite her, ist die Frontscheibe. Schöner wäre es gewesen, hätte man die rumdrehen können und hätte man quasi den Kopf dadurch frei bekommen hier vorne. Das wäre echt geil gewesen. Lässt sich aber wegen der Transformation nicht anders handeln. Diese Figur wird unter anderem noch der zweite Arm von M3 bzw. Menasor. Die Hand selbst ist im Gegensatz zu TFC-Toys nicht bei dieser Figur mit dabei. Beide Hände bzw. Fäuste sind bei M3 mit dem Military-Set quasi enthalten und haben dort die Möglichkeit, natürlich im Trailer von Motormaster quasi aka Diesel verstaut zu werden. Ja, wenn ich die Figur natürlich komplett habe, zeige ich euch natürlich, wie sie dann auch komplett aussieht, im Arm-Modus und auch mit allen anderen Teammembern zusammen. Dieser Figur würde ich jetzt volle 10 von 10 Punkten geben, einmal im Fahrzeugmodus sowie im Robotermodus. Die Beweglichkeit ist einfach genial. Das Plastik wirkt an manchen Stellen vielleicht ein wenig zu empfindlich, als wenn die Figur kaputt bricht. Ich muss allerdings sagen, die Figur ist erst ab 16 Jahren geeignet. Sie ist nicht als Spielzeug gedacht, macht eine ganze Menge her, hat sehr viele spitze Kanten, wo man sich auch wirklich leicht verletzen kann. Allerdings ist diese Figur auch wirklich in jeder Vitrine ein Blickfang schlechthin. Also einfach klasse. Wenn ihr euch diese Figur holen wollt, in Deutschland gibt es leider bisher nur 2 Anbieter, die ich auch später in den Kommentaren verlinken werde. Wenn ihr wollt, holt sie euch, ihr werdet es nicht bereuen. 69 Euro kosten die kleinen Figuren, sind in der Deluxe-Class-Größe und etwas kleiner wie die aktuellen Movie-Figuren des 4. Transformers-Films und trotzdem einfach klasse. Ich kann euch jetzt einmal nochmal Last Chance mit Downforce im Duo zeigen. Und ja, wenn das Team komplett ist, wie gesagt, mit allen Charakteren macht das Team richtig was her. Der Motormaster ist quasi im Voyager-Style gehalten und der geht dann wirklich bis ungefähr hierhin und macht natürlich dementsprechend den größten Part des Teams aus. Ja, das war mein Review für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein. Wenn euch meine Reviews gefallen, hinterlasst mir ein Abo. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Ruxfor.